Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil vom Let's Play Euro Truck Simulator 2 Multiplayer mit mir und mit Peter. Ja, wir befinden uns immer noch auf der Fahrt von Bergen nach Karlskrona und haben jetzt noch die letzten Kilometer vor uns. Deswegen würde ich mal sagen, wir hören uns auch gleich wieder. Bis gleich. Ja, jetzt sind es noch knappe 230 Kilometer bis zum Ziel in Karlskrona. Heute auf dem Euro 1 Server. Ja, das gibt es von mir auch, dass ich mal auf dem Euro 1 Server fahre. Das ist mal was Neues. Denn normalerweise findet ihr mich ja immer auf dem Euro 3 Server. Aber heute habe ich mir so gedacht, ach komm, nö, wir fahren mal auf dem Euro 1 Server. Egal, was soll's. Warum auch mal nicht? Denn, ja, nur 110 fahren reicht auch mal aus. Und man muss ja nicht immer übertreiben, ne? Deswegen, von daher passt es auch. Und, ja, warum auch nicht? Ja, für die Leute, die es noch nicht wissen bei mir, ich fahre des Öfteren mal Multiplayer. Oder auch mal so. Denn, ja, ab und zu muss es mal sein. Da ich das öfters fahre, passt es ja auch, ne? Ja, normalerweise fahre ich ja nie im Dunkeln oder so, aber heute ist meine Ausnahme. Denn ich kann ja leider nicht den Multiplayer nach oben drehen, deswegen geht's ja nicht. Und von daher, egal, was soll's. Ja, diese Videos wird es, dieses Video wird es heute Abend noch geben. Also, keine Sorge. Ich werde es für euch noch hochladen. Ja, die angekündigte Promos-Folge, die leider, wird es leider nicht geben. Wahrscheinlich dann ab morgen. Ich werde dann wieder einen neuen Upload-Plan bringen. Das heißt, was ich am Tag mache, was ich dann hochladen werde. Also von daher, ja, lasst euch mal überraschen. Denn auch ich muss ein bisschen mal wieder überlegen, was ich mache.
Von daher passt es, ne? Ja, der heutige Tag steht für mich wieder unter dem Motto wieder Split-V. Also klar, natürlich Support machen nachher ab 20 Uhr. Deswegen, ja, werde ich nebenbei dann die Tour schon hochladen von heute. Diese könnt ihr dann wieder auf meinem Kanal sehen. Ihr könnt mir gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, das wäre super cool. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne auch mal, ja, ein Like da lassen, klar, natürlich. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mich ja auch abonnieren. Denn so verpasst ihr dann zum Beispiel nichts mehr, was ich dann oder was ich aufnehme. Von daher passt es. Für Freunde und User von mir, die ja meinen Kanal schon eine Weile verfolgen. Ja, ich will auf jeden Fall wieder ein bisschen was verändern. Was genau, würde ich auf jeden Fall sehen. Und von daher passt es, ne? Ja, wir kommen so langsam zum Final Cut, denn ja, wir sind bald schon am Ziel unserer heutigen Tour. Also wir haben aber noch ein paar Meter, haben wir noch ein paar Kilometer bis nach Karlskrona. Deswegen, ja, gemütliches Fahren eigentlich, ne? Auch wenn mein LKW ein bisschen schwimmen tut, aber das sei normal. Denn manche Trailer verträgt irgendwie mein LKW nicht wirklich. Keine Ahnung. Aber das sei normal. Denn dann schwimmt er ein bisschen. Aber ja, Leute, das ist normal. Und von daher alles gut. Deswegen fahre ich jetzt auch mal hier auf dem Euro 1 Server, um die Fähigkeit ein bisschen mal auszutesten. Ja, wir haben jetzt noch knapp 40 Kilometer bis zum Ziel. Und von daher passt es. Deswegen eine gemütliche Tour hier und von daher passt es ja, ne? Ja, wahrscheinlich werden wir heute noch oder werde ich heute noch eine Tour fahren mit dem Entwickler von Split-V. Das heißt, wahrscheinlich wird es dieses Let's Play heute auch noch geben. Aber mal sehen, wie oder wie viel los ist oder was auch los ist bei uns. Das sieht man dann. Ja, ich komme jetzt so langsam zum Ziel hier in Karlskrona. Deswegen, ja, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bei dem ihr immer auch was ihr tut, denn, ja, man kann ja so viel machen, ne?
Heute ist Samstag, von daher passt es. Deswegen fahre ich jetzt auch mal hier gemütlich. Nicht, dass mir dann noch einen LKW reinrauscht. Weil ich kenne so ein paar Pappenheimer, die würden das gerne machen. Deswegen, ja, ich kenne die Leute hier. Also Euro 1 und Euro 2, das ist immer so. Immer so eine Sache. Manchmal, ja, manchmal hast du keine Probleme und manchmal hast du die größten Probleme. Deswegen von daher, ja, einfach chillen. Und deswegen, ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bei dem ihr immer auch was ihr tut noch. Und wir hören uns auf jeden Fall wieder zum nächsten ETS 2 Let's Play, wenn es wieder heißt Let's Play Euro Truck Simulator 2 Multiplayer mit mir, mit Peter. Bis dahin, stay positiv, positiv denken.